Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt schon im Titel gelesen, deswegen ich brauche gar nicht um den heißen Brei herumreden. 48 neue Bücher im August. Wie das passieren konnte, kann ich mir ehrlicherweise auch nicht erklären. Ich habe gerade mit Tanja gesprochen und habe ihr gezeigt, wie mein Bett ausschaut. Weil ich filme ja auf dem Bett, ich sitze ja hier und mein gesamtes Bett ist voller Bücher. Und ich habe zu ihr gesagt, Tanja, ich weiß nicht, wo diese ganzen Bücher herkommen. Und ich weiß nicht, wie ich das alles bezahlt habe. Also, versteht mich nicht falsch, ich habe nicht im Lotto gewonnen. Ich habe nicht mehr Geld ausgegeben als sonst. Ich weiß, dass ich ein paar Schnäppchen gerissen habe. Aber 48 Bücher in einem Monat? Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ne? Also, ups, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin selber total erschrocken. Also ich habe im Laufe des Monats schon festgestellt, ach ja, jetzt ist wieder was eingezogen, ach, jetzt ist wieder was eingezogen. Jetzt das ganze Ausmaß hier zu sehen, das ist schon heavy, das ist krass. Huiuiui. Also, ja, ich kann euch jetzt schon mal vorwegnehmen, es sind einige Reihen dabei. Ich habe vollständige Reihen gekauft, es sind wieder ein paar Rezensionsexemplare dabei. Ich habe bei Avell bestellt, ich habe mir auch neue Bücher gekauft, ich habe getauscht. Aber der Großteil der Bücher ist tatsächlich gebraucht bei mir eingezogen. Ich habe scheinbar sehr viele gebrauchte Bücher gekauft. 48 Stück. Also nicht ganz 48 Stück, aber der Großteil ist tatsächlich... Oh boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie viele Bücher sind denn bei euch eingezogen? Vielleicht sind ja bei irgendjemandem von euch auch so viele Bücher eingezogen und ich fühle mich dann nicht mehr ganz so verrückt. ja, ich denke nicht, dass der September oder der Oktober besser werden wird, wenn ich ehrlich bin. Denn das sind Geburtstagsmonate und Buchmessenmonate. Was bedeutet, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Art und Weise jetzt in den nächsten Monaten irgendwie weniger Bücher werden, die einziehen. Ich hoffe es, aber um ehrlich zu sein, solange ich noch Platz habe, warum nicht? Wenn ich scheinbar das Geld auch dafür habe, warum nicht? Weil wie gesagt, ich habe gerade mit Tanja gesprochen und habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich das finanziert habe, aber... Ich habe nicht mehr Geld ausgegeben als sonst. Also das bedeutet, scheinbar waren die halt einfach echt günstig und ich habe halt einfach zugeschlagen. Das ist wieder so typisch ich. Oh, da ist ein Schnäppchen. Oh, ich brauch's. Ja. Wir fangen jetzt mit dem Video an. Einfach weil 48 Bücher euch zu zeigen, das dauert. Das wird dauern. Also schnappt euch was zu trinken, lehnt euch zurück und genießt die Show. Ich bin so verrückt, um Gottes Willen. Wir fangen mit den Rezensionsexemplaren an, weil die genau hier vor mir stehen. Die anderen Bücher verteilen sich hier so um mich herum. Und die stehen hier genau vorne, deswegen fangen wir mit diesen Büchern an. Das erste Buch ist von Laura Labas. Das ist das neue Buch von ihr aus dem Piper Verlag. Bronwick Hall, Band 1. Das kommt in der ersten Auflage mit Verlagsfarbschnitt und... Ich weiß um ehrlicherweise nicht mehr so genau, um was es geht, aber Laura Labas schreibt ja auf jeden Fall immer Fantasy und es geht hier um magische Kämpfe, Romantik, Intrigen und um eine Universität, um eine Organisation. Also genau mein Ding im Regelfall. Ich bin sehr gespannt. Ich habe bis jetzt ja doch einiges von der Autorin gelesen, was mir bisher wirklich immer recht gut gefallen hat. Deswegen freue ich mich jetzt darauf. Ich lese euch jetzt trotzdem zur Vollständigkeit halber den Klappentext vor. Von geheimnisvollen Nebel verborgen bildet die magische Universität Bronwick Hall junge Hexen aus. Dort gerät die 21-jährige Blaine in einen Strudel aus Lügen und Intrigen, als sie zur obersten Elite-Studentin aufsteigt. Ihr Verlobter Karen bietet ihr Schutz, seit ihr Vater wegen Hochverrats verhaftet worden ist, doch sie liebt ihn eigentlich nicht.
Als die Universität von einer Rebellenorganisation angegriffen und Karen im Kampf von einem Pfeil vergiftet wird, verbündet sich Blaine mit dem jungen, geheimnisvollen und viel zu attraktiven Professor Henry Saints. Gemeinsam treten sie eine gefahrvolle Reise in die Unterwelt an, um ein Gegengift zu finden und die Rebellen zu stürzen. Hexen. Also Laura Lavas schreibt unheimlich gerne über Hexen und ich bin das Paradebeispiel. Ich lese gerne über Hexen. Das bedeutet, ich und sie, wir passen gut zusammen. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Dann ein zweiter Band, wo ich euch keinen Klappentext vorlesen kann, und zwar Where Demons Rise von Magdalena Gammel aus dem Loomlight Verlag. Da habe ich den ersten Band schon gelesen. Hier geht es um Engel und Halbengel und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte hier weitergeht. Und ja, ich kann es, wie gesagt, kaum erwarten zu erfahren, wie es hier weitergeht. Ich habe jetzt sehr lange warten müssen und ja, ich freue mich da sehr. Aber wie gesagt, kein Klappentext, weil Band 2. Mehr Hexen, mehr Magie, mehr Fantasy. Und zwar The Lessons of Curses von Laura Cardea. Ich habe von der Autorin noch nichts gelesen. Ist tatsächlich eine Autorin, die ich noch nicht kenne. Ist auf jeden Fall Fantasy, ist im Carlsen Verlag erschienen und alles, was so Fantasy, Hexen und so weiter ist ja voll mein Ding. Also ihr wisst das ja. Und ja, ich finde, es ist unheimlich viel jetzt hier dabei von den Rezensionsexemplaren, also von den Neuerscheinungen, was so in diese Hexenrichtung geht, in dieses Fantasy. Man merkt irgendwie, es wird Herbst. Ich freue mich da sehr drauf. Hier hinten steht nicht viel. Verborgene Magie reißt dich in ihren Sog. Fesselnde Rivalität führt dich in Versuchung. Ein Fluch wird dein Untergang sein. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich finde, das Buch ist wahnsinnig schön und die Haptik von dem Buch ist richtig, richtig cool. Das ist irgendwie so weich, ich weiß nicht. Also richtig, richtig toll, freue ich mich sehr. Finde, das schaut auch wirklich richtig toll aus. Und meines Wissens nach wird es eine dreiteilige Reihe. Dann ein dritter Band, wo ich euch auch nicht sagen kann, um was es geht. Und zwar Earth Ending von Elise Kova, auch aus dem Carlsen Verlag. Ist auch mit Verlagsfarbschnitt in der ersten Auflage. Und ja, es ist der dritte Band einer fünfteiligen Reihe. Ich werde die Reihe jetzt dann lesen. Ich freue mich sehr drauf und ja, kann euch wie gesagt nichts zum Inhalt sagen. Ich möchte mich da auch blind reinfallen lassen in die Bücher und ja, freue mich da sehr drauf, die Reihe jetzt zu starten und dann eben auch Band 3 zu lesen. Ein Einzelband von Carina Schnell, auch eingezogen aus dem Piper Verlag, Die Todesbotin. Und da hat mich der Klappentext so angesprochen. Ich habe von der Autorin nämlich schon New Adult gelesen und das hier klingt richtig, richtig gut. Die junge Banshee Eerie arbeitet als Auftragskillerin für den ältesten Rat der magischen Wesen in Edinburgh. Sie ist berühmt-berüchtigt und eine große Karriere steht ihr bevor. Wäre da nicht die Tatsache, dass Eerie es ein wenig zu sehr genießt, unter Menschen zu leben? Als sie auf den Doktoranden Adam angesetzt wird, zögert sie zum ersten Mal, einen Auftrag auszuführen, denn sie ist vom Anfang an von ihm fasziniert. Adam ist liebenswürdig und mutig und erscheint so gar nicht wie jemand, der es verdient hätte, zu sterben. Als eine grausame Mordserie die Stadt erschüttert, muss Eerie handeln, um zu beschützen, was ihr lieb und teuer geworden ist, und dabei alles zu hinterfragen, was sie bisher zu wissen glaubte. Ich finde, das klingt unheimlich gut und da es sich jetzt hier um eine Banshee handelt und ich Banshee Livy gelesen habe aus dem Sternensand Verlag, bin ich total begeistert von Banshees, ja? Und da freue ich mich unheimlich. Ich finde, das Cover schaut mega aus. Ich finde, der Klappentext klingt mega. Ich freue mich da so, so sehr. Und ja, also ich freue mich, also ich kann es kaum erwarten, wirklich. Ich kann es wirklich kaum erwarten. Genauso kann ich es kaum erwarten, dieses Buch hier zu lesen. Trotze der Nacht von Bridget Cameron. Das spielt, glaube ich, in derselben Welt wie ihre Reihe vorher. Die habe ich aber noch nicht gelesen. Und ich finde den Klappentext, der klingt so, so gut. Als eine mysteriöse Seuche ihre Heimat Kandala heimsucht, setzt die junge Apothekerin Tessa alles daran, den Ärmsten der Armen zu helfen, auch wenn sie damit gegen die strengen Gesetze des Königreiches verstößt, Gesetze, die Prinz Corrick mit aller Härte durchsetzt.
Doch als sich der Prinz und die Rebellin eines Tages begegnen, wird alles, was sie zu wissen glaubten, in Frage gestellt. Und ich finde, das klingt so cool. Das ist wieder so Enemies to Lovers. Sie so die Arme, eher so der Prinz. Ich habe voll Bock drauf. Ich finde, das klingt richtig, richtig spannend. Ich habe echt das Gefühl, ich halte hier einen wahren Schatz in den Händen. Und ich bin super gespannt drauf, wie mir das gefallen wird. Dann haben wir einen zweiten Band auch wieder. Hier Ruling Destiny von Alison Noel. Da lese ich aktuell Band 1. Hier geht es um Zeitreisen, um eine Universität, eine Schule, wo es eben ja um Zeitreisen geht. Und mir gefällt der erste Band bisher recht gut und ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Meines Wissens nach wird das eine dreiteilige Reihe und das ist, wie gesagt, Band 2, ebenfalls mit Farbschnitt in der ersten Auflage vom Verlag. Und ja, da freue ich mich auch sehr drauf, um ja dann zu erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Dann kommen wir zum letzten Rezensionsexemplar und zwar dieses hier von Rebecca Jaros. Das habe ich schon gelesen. Ich will nicht so viel vorwegnehmen zu meinem Lesemonat, aber wirklich grandios, hat mir sehr gut gefallen. Hier geht es um zwei Liebesgeschichten in einem Buch auf verschiedenen Zeitebenen. Sowas mag ich ja persönlich immer so, so gern. Ich stehe da ja total drauf. Und deswegen musste das Buch auch einziehen und ich musste es auch wirklich direkt lesen, weil ich war so gehypt und ich habe mich so gefreut auf diese Geschichte und ich wurde nicht enttäuscht. Und ich lese euch jetzt trotzdem mal den Klappentext vor. Georgia steht am Tiefpunkt ihres Lebens. Nach einer schmerzhaften Scheidung kehrt sie in ihre Heimat Colorado zurück, um sich um den literarischen Nachlass ihrer Großmutter zu kümmern. Scarlett war eine erfolgreiche Liebesromanautorin. Nur ein einziges Buch hat sie nie beendet. Die Geschichte ihrer eigenen großen Liebe, die sie in den Wirren des Zweiten Weltkriegs fand und verlor. Noah befindet sich als Autor auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er bekommt von seinem Verlag die einzigartige Chance, das letzte Manuskript seines literarischen Idols zu beenden. Wäre da nicht Georgia? Georgia, die ihm auf den ersten Schritt des Weges widerspricht und ohne deren Segen er kein einziges Wort schreiben darf und die ihn mit jedem Tag mehr fasziniert. Eine unheimlich interessante Geschichte. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, hier schon an dieser Stelle. Aber das ist eben auch eingezogen und wurde schon gelesen. Dann habe ich Bücher getauscht. Das heißt, ich habe Bücher aus meinem Regal genommen und sie vertauscht und dafür andere Bücher erhalten. Ich habe mir dieses Buch ertauscht und zwar Wenn die Nebel flüstern, erwacht mein Herz von Catherine Lange. Das Buch habe ich in meiner 3000 Abo Special Verlosung verlost und ich hatte da erwähnt, dass ich dieses Buch auch auf meiner Wunschliste hatte. Und jetzt habe ich sie nicht mehr auf der Wunschliste, sondern im Regal. Ich freue mich sehr, dass das Buch jetzt bei mir einziehen durfte. Ich finde nämlich tatsächlich, dass der Klappentext unheimlich interessant klingt. Jessa hat alles verloren. Erst ihre Eltern und dann ihre Schwester Alice. 5 Jahre nach dem Verschwinden ihrer Schwester erhält Jessa einen Hinweis, der sie zu einem alten Herrenhaus in Heathrow führt. Dort trifft sie jedoch nur auf die geheimnisvollen Brüder Christopher und Adrian. Mit dem arroganten Christopher gerät Jessa sofort aneinander, denn er will sie nicht auf Highmoor Church haben. Aber auch sein sanftmütiger Bruder Adrian scheint nicht glücklich über ihre Ankunft zu sein. Viel zu spät merkt Jessa, dass sie etwas in Gang gesetzt hat, das sie als Einzige aufhalten kann. Und plötzlich steht nicht nur das Leben ihrer Schwester auf dem Spiel, sondern auch ihr eigenes Herz. Und ich erwarte mir da tatsächlich eine Dreiecksliebesgeschichte. Und ich stehe da ja tatsächlich drauf. Und ich mag das besonders in Jugendbüchern. Und deswegen freue ich mich da wirklich sehr drauf. Ich fand wirklich den Klappentext super und jetzt habe ich das Buch endlich und ich freue mich da wirklich sehr. Dann kommen wir zum nächsten Tausch und zwar habe ich mir den dritten Band von Lily Lucas ertauscht, A Place to Belong. Ich habe Band 1, 2 und 3 hier, Band 1 schon gelesen und jetzt eben auch Band 3. Es gibt mittlerweile 4 Bände meines Wissens nach und ich finde die Klappentexte toll. Ich mag dieses Kleinstadt-Setting, ich mag, wie Lily Lucas schreibt. Ich bin grundsätzlich ein großer, großer Fan von Lily Lucas und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich das Buch jetzt ertauschen konnte.
Es geht darum, als die Journalistin Maggie auf Cherry Hill eintrifft, wird sie von den McCarthy-Schwestern mit offenen Armen empfangen. Sie soll für mehr Publicity für das neue Baumhaus-Hotel sorgen. Flynn, der die gemütliche Baumhäuser auf der Farm entworfen hat, soll ihr gleich alles zeigen. Obwohl Flynn Journalisten nicht ausstehen kann, beginnt es zwischen ihm und Maggie leise zu knistern. Bald schon fühlt sich Maggie auf Cherry Hill wie zu Hause. Wie soll sie Flynn und den McCarthy-Schwestern, die sie ins Herz geschlossen hat, jetzt noch sagen, warum sie wirklich hergekommen ist? Und ja, ich freue mich. Ich finde, diese Bücher sind immer so kurzweilig. Die sind so schön und kuschelig. Und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Also ich bin, wie gesagt, sowieso ein großer Fan von Lily Lucas. Und deswegen freue ich mich jetzt, das Buch ertauscht haben zu können. Dann habe ich mir auch noch zwei neue Bücher gekauft. Also in der Buchhandlung. Die Bücher hatte ich vorbestellt. Und als ich dann die E-Mail bekommen habe, dass ich es abholen kann, bin ich dann direkt losgedüst und habe sie mir abgeholt. Zum einen haben wir hier den zweiten Band von Mara Wolf, Vicar Creed, Schuld und Sünde. Das kommt auch in der ersten Auflage mit Farbschnitt. Und ich habe den ersten Band schon gelesen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall sehr auf Band 2. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Der erste Band war mein erstes Buch auch von Mara Wolf und ich bin sehr gespannt, was sie hier noch gezaubert hat. Ich hoffe, dass dieses Buch so ein bisschen mehr Action hat wie Band 1 und ja, freue mich da sehr drauf. Ich finde diese Bücher auch wahnsinnig schön, das muss ich einfach mal dazu sagen. Normalerweise, wie gesagt, bin ich da jetzt nicht so ein Coverkäufer, aber bei den Büchern hätte ich sie mir wahrscheinlich auch so gekauft, weil sie hübsch sind. Das kommt sehr selten bei mir tatsächlich vor, aber ja, die sind schon echt richtig, richtig schön. Also muss man echt sagen. Und dann ein Buch, wo ich angefixt worden bin und deswegen habe ich es vorbestellt tatsächlich. Das haben Leute schon vorab gelesen und schon vorab irgendwie so angeteasert auf Bookstagram und ich war nur so, oh mein Gott, das klingt so gut, ich muss es lesen. Und zwar von Christina Monninger, One Second to Love. Das ist eine vierteilige Reihe, ist auch mit Farbschnitt erschienen. Das wird, wie gesagt, vierteilig und irgendwie, wenn man die Bücher dann so zusammenstellt, dann ergibt es auch alles irgendwie so ein Bild. Also da haben die Coverdesigner wirklich ganz, ganz große Meisterleistungen. Haben sie eine Meisterleistung erschaffen, finde ich. Ich finde das wahnsinnig hübsch. Wow. Also einfach nur wow. Also das ist so hübsch. Ich finde es so hübsch. Aber nicht nur, dass es optisch schön ist, sondern ich fand auch den Klappentext sehr spannend. Avery, Isabella, Odina, Lee und Josie sind jung, wild und die besten Freundinnen, seit sie sich im Surfcamp auf einer kleinen Insel von der Küste South Carolinas kennengelernt haben. Es ist der Sommer ihres Lebens, bis Josie plötzlich spurlos verschwindet. Erst 10 Jahre später gibt es eine Spur. Avery kehrt als gefeierter, aber ausgebrannter Rockstar auf die Insel zurück, um über ihre Bandkollegen Jake hinwegzukommen. Niemand ist ihr vertrauter als er und niemand hat sie je so verletzt. Doch neue Hinweise zu Josies Verschwinden lassen Avery keine Ruhe. Sie weiß, dass nur ihre einstigen Freundinnen weiterhelfen können, obwohl ihre Freundschaft zerbrochen ist. Und dann ist da noch Jake. Warum beginnt er ausgerechnet jetzt, wo alles verloren ist, um sie zu kämpfen? Ich glaube nicht, dass wir in diesem Buch erfahren werden, was mit Josie passiert. Ich habe die anderen Klappentexte tatsächlich nicht gelesen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das tatsächlich, dadurch, dass es eine Reihe ist, erst im Band 4 aufgelöst wird. Ich erwarte mir da ein bisschen Spannung, so ein bisschen Rätselraten, so ein bisschen Detektivspielen und trotzdem eine zuckersüße Liebesgeschichte. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich kenne die Autorin auch noch gar nicht und ja, ich freue mich da sehr. Dann habe ich bei Avell bestellt und zwar 2 Bücher, weil die hatten nämlich versandkostenfrei. Und da habe ich mir einmal dieses Buch mitbestellt und zwar Wenn die Sterne fallen von Sophie Bichon. Aktuell ist die Autorin ja in einem nicht so guten gesundheitlichen Zustand, deswegen verschiebt sich das aktuell mit Band 2 und 3 und so weiter. Das ist jetzt Band 1 einer dreiteiligen Reihe und ich finde tatsächlich, der Klappentext klingt so, als könnte mir das Buch gefallen. Ein Dorf in der Nähe von Berlin, 1969, Calliope und Kai. Laut und leise, Wildfang und Ruhepol, beste Freunde. In diesem langweiligen Sommer vor dem Abitur sind Kais Briefe Calliopes einziger Lichtblick. Doch als er aus den Ferien zurück ist, fühlt sich das Zusammensein mit ihm plötzlich fremd an. Zu spät merkt Calliope, wie viel Kai ihr wirklich bedeutet.
Auf der Suche nach sich selbst schließt sie sich der Hippie-Bewegung an. Und auch Kai geht seinen eigenen Weg. Immer wieder treffen die beiden aufeinander, nähern sich an, entfernen sich wieder. Wenn es nach der Legende ihrer Familie geht, werden Calliope und ihre beiden Schwestern nur für kurze Zeit wahres Glück finden. Ist also Calliopes und Kais Liebe zum Scheitern verurteilt. Und ja, ich bin sehr gespannt drauf. Es spielt 1969, was bedeutet, das ist voll mein Ding, in einer anderen Zeit und so weiter und so fort. Ich glaube, dass es tatsächlich so ein bisschen magisch trotzdem angehaucht ist. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall haben wir eine Liebesgeschichte und Liebesgeschichten mag ich ja total gern. Ein Buch, was wirklich seit Ewigkeiten und 3 Tagen auf meiner Wunschliste stand, habe ich eben auch dort mitgenommen. Und zwar von Rose Snow, 2 Seelen, das erste Buch der Unsterblichkeit. Und wenn ich euch den Klappentext vorlese, dann wisst ihr eigentlich auch schon, warum das auf meiner Wunschliste stand. Als 3 geheimnisvolle junge Männer in ihr Haus ziehen, wird Kelas Leben noch verwirrender als ohnehin schon. Schließlich spricht sie seit kurzem mit einem Geist ihres verstorbenen Großvaters, erhält rätselhafte Briefe und sieht Dinge, die es gar nicht geben sollte. Besonders einer der neuen Mitbewohner, der unnahbare Nero, bringt Kelas Herz völlig durcheinander. Dabei hat sie keine Ahnung, wer er wirklich ist und was er von ihr verbirgt. Sie ist längst Teil eines ewigen Spiels um Leben und Tod. Und Nero ist nicht nur mächtig und unsterblich, sondern auch für immer an eine andere gebunden. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe nämlich die Hoffnung, mit diesen 3 jungen Männern, dass sich da eventuell so ein bisschen so ein Liebesdreieck entwickelt. Dann ist er ja auch vergeben oder gebunden an jemand anderen. Klingt meiner Meinung nach genau nach meinem Ding. Ich habe so viel Gutes über diese Autorin gehört und über deren Bücher. Ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Also das ist wirklich ein Buch, was wirklich seit Jahren auf meiner Wunschliste steht. Wirklich seit Jahren. Ich weiß gar nicht, von wann das Buch ist tatsächlich. Aber das muss schon relativ alt sein, in Anführungsstrichen. Ne? Was bedeutet schon alt, wenn es um Bücher geht? Aber ja, ich finde es jetzt nicht, aber wie gesagt, ist schon echt lange auf meiner Wunschliste und ich freue mich sehr. So, und jetzt sind wir angekommen bei dem Riesenstapel, der sich hier um mich verbirgt, ja, der hier steht. Und es ist wirklich so viel. ja, die gebrauchten Bücher. Ich habe, wie gesagt, sehr viel gebrauchte Bücher gekauft. Und wir fangen, denke ich, gleich mal mit diesen Büchern an. Und zwar ist das eine komplette Reihe, die ich gebraucht gekauft habe. Und das tatsächlich wegen euch. Einfach, weil ihr immer wieder gesagt habt, boah, ich muss diese Bücher lesen und Leo, du musst und die sind so gut. Und auch meine ganzen anderen Blogger-Freunde haben auch immer wieder gesagt, das ist so gut und du musst und so. Und spätestens, nachdem dann meine Nachbarin das Buch auch noch angefangen hat, beziehungsweise die Reihe, den ersten Band, und sie auch gesagt hat, boah, das gefällt ihr. Ja, war für mich klar. Ich brauche das. Naja, jetzt habe ich's. Die Rede ist von Throne of Glass. Ich habe keine Ahnung, wer, wie, wo, was der erste Band ist. Aber wir haben hier Erbin des Feuers. Wir haben Kriegerin im Schatten. Wir haben die Erwählte. Wir haben die Sturmbezwingerin, wir haben der verwundete Krieger, dann noch die Königin der Finsternis und dann noch so einen richtigen fetten Oschi, die Herrscherin über Asche und Zorn. Also das ist ja, ein Totschläger, das Ding. Aber gut, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt noch irgendwie einen Zusatz, also ich kenne mich nicht aus, ich glaube, es gibt noch irgendwie so einen Zusatzband über irgendeine andere Figur. Diese Bücher sind wahnsinnig dick und wie gesagt, ich habe sie gebraucht gekauft. Und normalerweise bin ich ja super pingelig bezüglich Buchrücken und so. Tatsächlich sind die super rund gelesen, haben aber, also das jetzt schon, ich meine, wen wundert's? Bei der Dicke, wie soll da keine Leserille reinkommen? Also das ist jetzt eine ernst gemeine Frage, wie soll man das lesen ohne Leserille? Aber die meisten Bücher sind tatsächlich einfach nur rund gelesen und haben keine Leserillen. Und ich mag ja keine Leserillen, also die sind halt einfach nur rund. Ich freue mich drauf,
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es 2023 noch dazu kommt, dass ich diese Reihe beginne. Einfach, weil ich viel zu viele andere Reihen habe, die irgendwie noch Priorität haben. Aber ich habe die Reihe eben günstig gebraucht gefunden und dachte mir so, hey, was soll's, nimm mit. Aber wie gesagt, wenn ich mir das Buch so anschaue, 1100 Seiten, kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie in der nächsten Zeit, besonders nicht 2023, noch dazu kommen wird, dass ich diese Bücher lese. Ich glaube, das ist tatsächlich Band 1. Die faszinierende Saga beginnt, also ich denke, das ist Band 1. Da steht Selina, ich bin mir gar nicht sicher, wie man das ausspricht. Selina? Ist jung, schön und zum Tode verurteilt. Doch dann erhält sie eine letzte Chance. Kronprinz Dorian hat sie dazu auserkoren, in einem tödlichen Wettkampf für ihn zu kämpfen. Gewinnt sie, erhält sie ihre Freiheit zurück. Verliert sie, bezahlt sie mit ihrem Leben. Ja, da steht noch, zwei Männer lieben sie. Das gesamte Land fürchtet sie. Nur sie kann das Königreich retten. Und Dreiecksliebesgeschichten, wie gesagt, voll mein Ding. Voll mein Ding. Ich weiß, dass die Bücher in der Erzählerperspektive geschrieben sind. Das schreckt mich nach wie vor ab. Mich schreckt auch ab, dass das so viele Bücher sind. Also, wow. Aber nichtsdestotrotz, ich habe da einfach ein Schnäppchen gemacht. Und deswegen ist jetzt die komplette Reihe bei mir eingezogen. Dann kommen wir zu Büchern, die ich schon im Regal hatte, die ich jetzt abgegeben habe, verkauft habe und habe mir dafür diese Ausgaben geholt. Die Rede ist von Lucy Score. Einmal Things We Never Got Over. Ich habe mir das Buch jetzt mit der Farbschnittausgabe von Chest of Fandom gekauft, gebraucht, wie gesagt. Und dann halt den zweiten Band Things We Hide From The Light, eben auch mit Farbschnitt. Also die Bücher, die hatte ich schon im Regal, habe meine Ausgaben ohne Farbschnitt verkauft und habe mir dafür dann die gebraucht besorgt. Dazu brauche ich jetzt, glaube ich, nicht viel sagen. Die habe ich in anderen Neuzugänge-Videos schon vorgestellt. Deswegen nur als kurze Erwähnung, die sind auch bei mir eingezogen mit Farbschnitt. Finde ich wunderschön. Da wird es ja auch irgendwann noch einen dritten Band geben. Ich hoffe, dass ich mir den dann auch mit Farbschnitt dazu kaufen kann, dass das dann alles einheitlich ist, weil mein Monk mag es, wenn es einheitlich ist. Dann Bücher, wo ich auch keine Klappentexte vorlesen kann, weil es sich um Band 6, 7 und 8 handelt. Einmal hier Benji Livy Realitätsreisen für Einsteiger. Dann haben wir Benji Livy Revolution für Novizinnen. Und dann haben wir noch Band 8, Spionage für Spezialisten. Also wie gesagt, Band 6, 7 und 8 von der Benji Livy Reihe musste ich unbedingt haben. Ja, ich habe nur Band 1 bisher gelesen. Ja, wie dumm ist es, sich die komplette Reihe zu kaufen? Ja, ich weiß, ich will es nicht hören. Ich weiß, dass ich diese Bücher lieben werde. Ich weiß es einfach und genau aus dem Grund durfte die Reihe jetzt vollständig einziehen. Tatsächlich habe ich, wie gesagt, Band 1 und bis 5 schon hier. Jetzt habe ich 6, 7 und 8 und aktuell ist der 8. auch tatsächlich der neueste Band. Und ich glaube, mehr gibt es aktuell nicht von Benji Livy. Und jetzt habe ich alle und ich bin super happy. Die einen zwei sind als Mängelexemplar gekennzeichnet, das eine dann nicht. Aber wie gesagt, die habe ich alle gebraucht, erstanden für nicht sonderlich viel Geld. Und jetzt habe ich die Reihe komplett im Regal und ich bin wirklich unglaublich happy. Und die Person, die Benji Livy verkauft hat, hat auch noch weitere Bücher aus dem Sternensand Verlag angeboten und deswegen habe ich mir dann diese zwei noch mitgenommen. Das ist Band 2 und 3 von der Krieger des Lichts Reihe, ebenfalls aus dem Sternensand Verlag. Kann ich euch jetzt natürlich auch keinen Klappentext vorlesen. Ich finde die Bücher unheimlich schön. Ich bin super gespannt. Ich habe super viel Gutes über die Autorin gehört. Und jetzt habe ich die Reihe eben auch komplett. Beziehungsweise es gibt, glaube ich, noch einen Zusatzband, so ein Spin-off oder ein Prequel. Ich bin mir nicht sicher. Aus dieser Welt auf jeden Fall. Das schaut auch ähnlich aus. Aber das ist, wie gesagt, diese Hauptreihe und das ist noch dann Band 2 und 3. Und jetzt habe ich die und die sind wirklich nicht gelesen worden. Also die sind neu und deswegen ja, durften die dann gleich mit. Dann die nächste Reihe, die ich mir gebraucht, gekauft habe.
ist eine Reihe, die ich schon gelesen habe, die ich dann aber wieder aussortiert habe, weil ich mal wieder wahrscheinlich eine Tierarztrechnung habe zahlen müssen und so. Und oftmals ist es dann so, dass ich dann halt meine Bücher verpfände, dass ich dann halt Geld habe. Aber mir hat die Reihe sehr gut gefallen und deswegen hätte ich sie halt wirklich gerne im Regal stehen. Und diesmal habe ich sie mir jetzt gekauft und zwar mit Farbschnitt. Das ist jetzt der erste Band von der Tiermagier-Trilogie. Und dann habe ich, wie gesagt, noch Band 2 und 3, ebenfalls eben mit Farbschnitt. Ich weiß gar nicht, von welchem Shop die kommen, aber wie gesagt, so schauen die aus. Wunderschöner Farbschnitt. Das eine hat einen Farbschnittfehler, da ist nämlich unten und oben nichts bedruckt und genau aus dem Grund waren die dann eben auch in Anführungsstrichen so günstig. Und jetzt kann ich mir die ins Regal stellen. Das ist wie gesagt eine Reihe, die ich schon kenne, die ich schon gelesen habe, die ich sehr mochte. Und deswegen, wie gesagt, fand ich sehr schade, dass ich die damals aussortieren musste. Und jetzt habe ich sie eben für einen Apfel und ein Ei gekriegt. Und jetzt stelle ich sie mir wieder ins Regal. Ich freue mich sehr, dass ich die wieder da habe. Dann ein Buch, welches ich auch schon da habe. Es ist jetzt aber in einer anderen Ausgabe. Und zwar Too Late von Colleen Hoover. Hier steht drauf, dass es eine neue Ausgabe ist, also sprich ein bisschen strukturierter, anders geschrieben mit Zusatzkapiteln, I don't know, also für den Fall der Fälle, dass irgendjemand das Buch gelesen hat und das ursprüngliche Too Late gelesen hat, würde mich interessieren, ob ihr da einen Unterschied feststellen konntet, weil, ja, also ich wollte das Buch unbedingt haben, ich mochte das nämlich sehr, sehr gerne und mich hat es einfach interessiert. Ich mag auch, dass es im Hardcover rausgekommen ist. Ich meine, man kann sich jetzt darüber streiten, wie viel Sinn das macht, Colleen Hoover erst in der ersten Auflage, dann neu aufzulegen als Taschenbuch und dann noch als Hardcover. Man kann sich darüber streiten, ob das überhaupt Sinn macht. Es macht auch eigentlich keinen Sinn, dass ich diese Bücher jetzt zweimal da habe, beziehungsweise die gleiche Geschichte zweimal da habe. Aber ich mag Colleen Hoover und deswegen habe ich das, wie gesagt, günstig gebraucht gefunden und deswegen habe ich es mitgenommen. Das gleiche gilt für dieses Buch. Das ist eingezogen wegen verschiedenen Buchbloggern. Und ich habe jetzt auch von Paddy, What Paddy's Love, glaube ich, heißt sie mittlerweile, auf YouTube, ja, habe ich gehört, dass sie das Buch wirklich sehr, sehr doll mochte. Ich gucke ihre Lesemonate grundsätzlich immer. Und da hat sie wirklich sehr geschwärmt über das Buch. Und ja, es ist eigentlich nicht so das Typische, was ich mag, glaube ich. Aber wirklich, so viele Leute haben über dieses Buch geschwärmt. Das Mädchen, das in den Wellen verschwand. Und es, ich meine, vom Cover her, man weiß in etwa, was man kriegt. Und ich finde, dass der Klappentext klingt interessant, aber halt eigentlich nicht so nach meinem Beuteschema. Jedes Jahr wüten in Minas Heimat tödliche Stürme. Und jedes Jahr wird das schönste Mädchen in die Fluten geworfen. Denn eines Tages, so die Legenden, soll die wahre Braut des Meeresgottes auserwählt werden und den Unwettern ein Ende bereiten. Doch dieses Jahr greift Minas Bruder in das Ritual ein und gerät dabei in Lebensgefahr. Um ihn zu retten, opfert Mina sich freiwillig. Im Reich der Geister stellt sie allerdings fest, dass auf dem Meeresgott ein Fluch liegt und ihr nur 30 Tage bleiben, um ihn zu brechen und die Stürme für immer zu beenden. Ich bin sehr gespannt drauf, denn grundsätzlich würde ich sagen, klingt das schon sehr spannend. Ich habe so viel Gutes gehört, dass ich einfach nicht drum rumgehen konnte. Und als ich es dann, wie gesagt, gebraucht gefunden habe und ich nicht den vollen Preis von 17,95 € dafür zahlen musste, habe ich es mitgenommen. Dann kommen wir zu einem Hype-Buch, um das ich auch nicht drum rumgekommen bin. Das habe ich auch gebraucht gekauft. Und zwar Icebreaker von Hannah Grace aus dem Lux Verlag. Da geht es ja so um Eiskunstlauf und Eishockey und so weiter. Es soll sehr viel Spice sein. Und ich habe über das Buch jetzt wirklich das absolut Schlechteste gehört und das absolut Großartigste. Also die Meinungen gehen da echt großartig auseinander. Also wirklich, da gibt es wirklich nur diese zwei Seiten. Es gibt fast keine Leute, die sagen, es war okay. Es gibt wirklich nur diese Fraktion, war scheiße, war super. Und das macht mich neugierig. Ich lese vor, um was es geht. Seit ihrer Kindheit träumt Anastasia Allen davon, es in das Team USA und somit zu den Olympischen Spielen zu schaffen und dank ihres Stipendiums an der University of California sowie eines strengen, aber perfekten Zeitplans ist die Eiskunstläuferin ihrem Traum so nah wie noch nie.
Doch plötzlich muss eine der wenigen Eissporthallen des Campus geschlossen werden. Und kurz darauf fällt auch noch Anastasias Eiskunstlaufpartner aus. Völlig unerwartet bietet ausgerechnet Nathan Hawkins, der beliebte und äußerst attraktive Captain des Eishockeyteams, an, für diesen einzuspringen. Anastasia stimmt dem Angebot zu, doch sie kann sich keine weiteren Ablenkungen leisten. Vor allem nicht in Form ihres neuen Partners, der ihr Herz mit jedem noch so kleinen Lächeln schneller schlagen lässt. Ich mag so Eishockey-Sachen. Also Eiskunstlauf jetzt nicht so sehr, aber Eishockey mag ich sehr. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie viel Spice da wirklich enthalten ist und ob es noch Handlung gibt. Ich habe wirklich mittlerweile sehr viel Unterschiedliches, wie gesagt, gehört und bin sehr gespannt. Dann ein Buch, was ich tatsächlich auch super interessant finde und auch wunderschön finde, ist Of Thunder and Rain von Amy Buckley. Hat mich auch erst das Cover überzeugt, dann der Klappentext tatsächlich. Wie gesagt, kommt selten vor, kommt aber vor. Und zwar geht es hier um Lina. Lina würde die Abgeschiedenheit der Islands of Maybe am liebsten hinter sich lassen. Nach dem tragischen Tod ihrer Mutter ist ihr Leben völlig aus den Fugen geraten. Statt wie geplant zu studieren oder die Welt zu bereisen, muss sie ihre Tage im winzigen Örtchen Saksun fristen, da sie ihrem Vater unmöglich mit dem Bed and Breakfast da alleine lassen kann. Erst ein mysteriöser Gast bringt Licht in die Dunkelheit und ihr Herz zum Strahlen. Er erinnert sie daran, ihre Träume nicht aufzugeben. Doch Lina weiß, dass man selbst aus dem schönsten Traum erwachen muss, um dass Luwei und ihr nicht zu viel Zeit bleibt. Ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Okay, also wie gesagt, finde ich super schön. Hauptsächlich deshalb, weil wir wieder so ein kleines Örtchen haben, so eine kleine Insel. Und ich stehe ja auf solche Geschichten. Ich mag sowas ja immer total gern, wenn solche Liebesgeschichten in so kleinen, ruhigen Orten spielen. Und ja, bin sehr gespannt drauf. Und dann haben wir ein Buch, wo ich euch den Klappentext nicht vorlesen möchte, weil ich nichts wissen möchte. Und zwar der dritte Band, beziehungsweise der erste Band, das kann man jetzt sehen, wie man will, glaube ich. Vergiss uns nicht von Laura Kneidel. Die ersten zwei Bände, Berühre mich nicht und Verliere mich nicht, es geht da um Luca und Sage und hier geht es um andere Figuren. Es wird als dritter und vierter Band irgendwie verkauft. Ich würde sagen, es ist einfach eine neue Dilogie und das ist jetzt dann Band 1. Und hier geht es, wie gesagt, um andere Protagonisten. Man kennt die schon aus Band 1 und 2, also aus der anderen Dilogie von Laura Kneidel. Und ich möchte, wie gesagt, mir das jetzt nicht nochmal in Erinnerung rufen. Der vierte Band ist noch nicht bei mir eingezogen. Ich möchte die Reihe aber definitiv lesen, denn Berühre mich nicht und Verliere mich nicht sind nach wie vor immer noch so richtige Herzensbücher von mir. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Buch, auf diese Reihe. Es wurde mittlerweile sogar noch ein Band 5 angekündigt. Ich weiß nicht, was ich davon halte, dass das alles 5 Jahre nach Band 1 passiert, ob da irgendwie jetzt irgendwie so die Geldmaschine richtig angekurbelt wird. Ich weiß es nicht. Ich persönlich mag Laura Kneidel. Ich habe ja auch ihre Fantasy-Bücher gelesen. Und ich mag, wie gesagt, Berühre mich nicht und Verliere mich nicht wirklich sehr, sehr gern. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Buch, beziehungsweise diese 2 Bücher, diese Dilogie. Ich habe mittlerweile sehr viel Durchwachsenes gehört, aber ich möchte mich natürlich selbst davon überzeugen. Dann geht's weiter mit diesem Buch hier, und zwar The Raven Hood, The Finish Line. Das ist der dritte Band von dieser Reihe. Ich habe mittlerweile Band 1 gelesen und ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, was ich davon halte. Immer noch nicht. Ich weiß nur, dass ich ganz oft gehört habe, dieser dritte Band ist unheimlich schlecht. Dass der erste und zweite absolute Herzensbücher sind, Highlights sind, süchtig machen, mega gut sind. Und dass dieser dritte total aus dem Raster fällt und irgendwie nicht mehr das Wahre ist. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe jetzt bisher nur Band 1 gelesen. Ich bin gespannt. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Also wie gesagt, aktuell kann ich noch überhaupt nichts einschätzen, ne? Also ja, ich wollte nur die Reihe vollständig da haben, weil ich habe schon vor, die jetzt komplett zu lesen. Dann dieses Buch hier, und zwar Dear Love, I Hate You von Elijah Greenwood. Das Buch hat mich so angesprochen vom Klappentext her.
Also das ist halt, das schreit so nach mir, so richtig. Es gibt mir so ein bisschen Punk 57 Vibes von Penelope Douglas, glaube ich, heißt die Autorin. Also wie gesagt, da gibt es auch dann noch einen zweiten Band. Ich weiß aber nicht, ob es um dieselben Figuren geht. Ich glaube nicht. Also es geht hier drum um Folgendes. Als Avina einen anonymen Brief in der Bibliothek vergisst, ist sie außer sich. Niemand hätte ihn je entdecken sollen. Niemand hätte ihn je lesen sollen. Und noch weniger hätte ihn jemand beantworten sollen. Doch Avina und der Unbekannte beginnen sich zu schreiben. Erst ein Brief, dann zwei und dann immer mehr. Jedes Stück Papier enthüllt ihre dunkelsten, tiefsten Geheimnisse. Und die Regeln sind klar. Niemals dürfen sie die wahre Identität des anderen erfahren. Niemals dürfen ihre Geständnisse nach außen dringen, denn das würde ihr Leben zerstören. Alles scheint ein harmloses Spiel zu sein, bis Avina herausfindet, wer ihr Brieffreund ist. Xavier Emery, Star der Basketballmannschaft, Tyrann ihrer Kindheit und ausgerechnet der, in den sie sich zu verlieben droht. Ich bin wirklich unheimlich gespannt drauf. Ich freue mich da so, so sehr. Und ja, ich habe echt hohe Erwartungen an das Buch. Mal schauen, ob das dann auch ja, so wird, wie ich mir das erhoffe und vorstelle. Ich habe wirklich große, große Hoffnung und es wurde mir jetzt so oft empfohlen und deswegen habe ich es jetzt. Dann eine Reihe, die ich jetzt angefangen habe zu kaufen. Gebraucht logischerweise, weil wir ja nach wie vor über die gebrauchten Bücher sprechen, die bei mir eingezogen sind. Ich finde die Preise von diesen Büchern unermesslich. Also die würde ich mir niemals neu kaufen können. Also dafür habe ich leider keinen Goldbaum oder keinen Goldesel. Ich habe keine Ahnung, wie man sich sowas finanziert. I don't know. Die Rede ist von Das Rad der Zeit. Das ist eine super lange Reihe. Es gibt mittlerweile auch eine Serie auf Prime. Ich möchte als erstes tatsächlich die Bücher lesen, bevor ich überhaupt mit den Gedanken spiele, die Serie zu gucken. Diese Bücher sind dick, ne? Keine Frage. Also zumindest Band 1 ist sehr dick. Ich glaube, ja, knappe 900 Seiten so in dem Dreh. Also ja, aber das Buch kostet als einfache Broschur 20 Euro. Ich glaube mittlerweile sogar 21 oder 22. Und dann habe ich mir noch Band 2 mitgenommen. Das kostet ebenfalls 20, ich glaube auch mittlerweile 21, 22 Euro. Und ja, diese Bücher, also auch dieses Buch erscheint total dünn, hat aber trotzdem fast 800 Seiten. Also wie das funktioniert, wenn das 900 hat und das 800 hat, also ist schon so ein großer Unterschied. Ich glaube einfach, dass sie dann ein anderes Papier genommen haben. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte diese Reihe lesen. Ich glaube nämlich, dass die richtig, richtig gut wird. Das gibt mir so ein bisschen Game of Thrones, The Witcher Vibes irgendwie. Keine Ahnung, ob ich recht habe, aber ich finde, diese Reihe hat irgendwas, was mich eben anlacht. Ja, so. Und als ich sie jetzt gebraucht gefunden habe, ich habe für jedes Buch 7 Euro gezahlt. Na, also ich habe 14 Euro für beide gezahlt und das, ja, da konnte ich dann in dem Moment nicht Nein sagen. Ich weiß nicht, ob das, obwohl da eine 1 draufsteht, wirklich da Teil 1 ist. Bei so High-Fantasy-Reihen ist es ja oftmals so, dass es dann noch irgendwie Band 0 gibt, so eine Vorgeschichte etc. pp. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf die Bücher und ich bin echt richtig happy, dass ich da so ein Schnäppchen hab machen können. Dann ist Band 1 und 2 einer Reihe eingezogen, die super unbekannt ist, glaube ich. Ich glaube, diese Reihe habe ich hier auf BookTube tatsächlich noch nirgends gesehen. Ich habe sie jetzt mal vereinzelt auf Bookstagram gesehen, aber das war es tatsächlich auch schon. Und zwar diese Reihe hier. Die Imperium-Trilogie von Claire Legrand. Das ist jetzt Band 1 Zorn geboren. Und dann haben wir noch Band 2 Königsfluch. Und Band 3 habe ich jetzt noch nicht. Habe ich, wie gesagt, auch Gebrauch gekauft. Das hat eine Menge Exemplarstempel. Das nicht. Und ja, ich bin super gespannt drauf. Hinten drauf steht Riel und Eliana. Zwei Königinnen getrennt durch mehr als ein Jahrtausend und verbunden durch eine Prophezeiung. Eine von ihnen besitzt die Macht, die Welt von Avitas zu retten. Die andere beherrscht die Magie, sie zu zerstören. Doch wer von beiden ist die Sonnenkönigin des Lichts und Heils und wer die Blutkönigin des Zorns und der Zerstörung? Und ja, ich bin super gespannt drauf. Ich finde,
Diese Bücher, wie gesagt, super interessant, aber man sieht sie irgendwie gefühlt überhaupt nicht. Allgemein dieser Arktis Verlag, der bringt meiner Meinung nach echt richtig gute Bücher raus, aber die hat gefühlt keiner auf dem Schirm. Ähnlich wie der Aufbau Verlag, bevor der Ellie Hazelwood rausgebracht hat, hatte den, glaube ich, auch keiner auf dem Schirm. Deswegen, ja, ich bin sehr gespannt auf die Reihe. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch noch Band 3 recht günstig ergattern kann. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da jetzt dann dahinter steckt. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem dümmsten Kauf des Videos. Vermutlich. Ich muss selber über mich lachen. Okay. Ihr wisst ja, dass ich aktuell kein großer Fan von Emma Scott oder Brittany C. Sherry bin. Mittlerweile habe ich tatsächlich kein Buch mehr von Emma Scott hier. Und auch von Brittany habe ich echt richtig viel aussortiert. Und habe auch aktuell nicht das Bedürfnis danach, diese Bücher, die ich ungelesen hier habe, von ihr zu lesen, auch wenn ich die Klappentexte echt interessant und spannend finde. Ich mag auch die Autorin per se, aber ich mag diese traurige Grundatmosphäre in ihren Büchern nicht. Dieses dramatische, dieses super, ja, tiefgründige, erdrückende, dramamäßige. Ich kann es aktuell einfach nicht lesen und aktuell, mit aktuell meine ich die letzten 2 Jahre. Nichtsdestotrotz ist diese eine Reihe von ihr jetzt als Hardcover mit Farbschnitt rausgekommen und ich hatte die Bücher als broschierte Ausgaben hier und habe die dann aussortiert und habe mir diese Schmuckstücke gekauft. Sie sind schon wirklich wunderschön, sind aber auch schweineteuer. Also 22 Euro pro Buch und ich habe sie, wie gesagt, gebraucht gekauft, sonst hätte ich sie mir auch nicht gekauft. Ja, wie die Ruhe vor dem Sturm, wie die Stille vor dem Fall und nochmal wie die Stille vor dem Fall. Also Band 1, 2 und halt eben das. Und die sind schon echt richtig hübsch und hätte ich die jetzt gebraucht, nicht gefunden für einen wirklich Sportspreis, wären die broschierten Ausgaben auch nicht ausgezogen und die eingezogen. Ich habe das wirklich jetzt nur ausgetauscht, weil ich ja, meine ja dann verkaufen konnte und ich für die dann letztendlich fast gar nichts gezahlt habe, ne? Deswegen, ja, ist das in Ordnung. Wann ich die jetzt wirklich lese, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass von Emma Scott auch solche Hardcover-Ausgaben mit Farbschnitt rauskommen werden von der All-In-Reihe. Und die möchte ich auch, deswegen habe ich die All-In-Reihe jetzt von Emma Scott aussortiert, weil ich wirklich vorhabe, mir diese Hardcover-Ausgaben mit Farbschnitt zu kaufen. Ich weiß nicht, warum der Lux Verlag aktuell Bücher, die es schon gibt, einfach nochmal neu auflegt in Hardcover mit Farbschnitt, weiß ich nicht. Vielleicht verkauft es sich einfach gut. Oder das sind halt allgemein schon Bücher, die sich gut verkaufen lassen oder verkauft haben. Und dann kann man da ja noch mehr Profit rausschlagen. Ich weiß es nicht. Man muss aber wirklich den Lux Verlag zugute halten, dass die Bücher wirklich wahnsinnig schön sind. Ja, ich bin sehr gespannt, wann ich diese Bücher lese und sie haben jetzt auch einen Ehrenplatz in meinem Regal, weil sie so schön sind. Wir brauchen nicht darüber reden, dass es total dumm ist, diese Bücher zu kaufen, wenn ich aktuell ja überhaupt keine Lust habe auf solche Art Geschichten. Darüber brauchen wir nicht reden, aber Fakt ist, dadurch, dass ich meine verkauft habe und diese gekauft habe, habe ich für diese Bücher nicht mal einen Zehner gezahlt. Und ganz ehrlich, da musste ich dann halt auch nicht wirklich überlegen. Und dann kommen wir jetzt zu einer Reihe, wo ich auch sage, Wahnsinn, Leonie, was hast du dir dabei gedacht? Die Reihe war schon mal da, beziehungsweise Band 1 der Reihe war schon da, dann habe ich das wieder aussortiert. Dann ist das Buch in Englisch bei mir eingezogen und jetzt habe ich mir die Reihe in der Bücherbüchsenausgabe gebraucht gekauft, weil man kriegt die ja so gar nicht mehr her. Normalerweise werden die Bücher so 100 Euro plus mittlerweile verkauft. Ich habe tatsächlich jetzt den Normalpreis dafür gezahlt und zwar diese Reihe hier. Ein Fluch so ewig und kalt von Bridget Kemmerer, eben in dieser Farbschnittausgabe und halt eben auch Band 2 und 3 eben auch mit Farbschnitt. Und das liegt daran, dass jetzt tatsächlich ja dieses Buch Trotze der Nacht von ihr rausgekommen ist und ich mir habe sagen lassen, dass das irgendwie im selben Universum spielt. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, okay, die Reihe muss jetzt doch nochmal einziehen. Und
ich muss die dann doch lesen. Und ja, jetzt habe ich diese Schmuckstücke hier. Also sie sind schon wirklich arg hübsch. Bin gespannt, wann ich dazu komme. Die werden aber jetzt erstmal nicht ausziehen. Ja, also ich will nie, ich sag niemals nie, ne, ist klar. Aber die werden jetzt so schnell hier erstmal nicht ausziehen. Einfach, weil ich wirklich vorhabe, diese Bücher zu lesen. Und ich habe auch das englische Buch behalten, weil ich möchte das schon immer noch machen mit dem englischen Buch. Aber wenn ich jetzt das Deutsche zum Vergleich da habe, dann fällt mir das vielleicht mit dem englischen Lesen auch leichter. Mal gucken, wann ich das mal ausprobiere. So, das waren sie jetzt, diese 48 neue Bücher. Gott, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass das wirklich so verdammt viele Bücher waren. Aber hey, man lebt nur einmal. Und für den Fall der Fälle, dass wieder irgendwie Leute um die Ecke kommen, die mir sagen, ich habe echt ein Kaufproblem. Ja, das weiß ich. Das ist nichts Neues. Und wenn irgendwelche Leute sagen, das ist krankhaft, auch das weiß ich. Wenn man meine Videos anguckt, stelle ich das ja eigentlich jedes Mal wieder aufs Neue fest. Und auch in der Rache des Subs stelle ich das immer fest, dass mein Kaufverhalten echt einen Knacks hat. Und dessen bin ich mir bewusst. Und ich denke, das ist der erste Weg zur Besserung. Und es läuft ja auch, wenn man das zu letzten Jahr vergleicht, wesentlich besser. Also eine Verbesserung ist ja auf jeden Fall zu sehen, aber es gibt natürlich immer noch diese Monate der puren Eskalation und wirklich schämen dafür tue ich mich nicht und schlecht fühlen tue ich mich auch nicht, denn ich stürze mich ja nicht in den Bankrott, sondern ich konnte es mir halt leisten und wenn ich es mir leisten kann, why not? Andere Leute geben viel Geld für Kleidung und Schuhe aus, ich nicht. Andere Leute gehen regelmäßig zum Friseur und lassen ihre Haare nachfärben, offensichtlich ich nicht. Und ich kaufe mir halt dann einfach Bücher. Also, who cares? Mich nicht. Ich freue mich sehr. Und wenn ihr jetzt bis zum Schluss dran geblieben seid, dann habt ihr echt durchgehalten. Ihr könnt mir ja mal sagen, von den ganzen Büchern, die ich jetzt hier einziehen habe lassen im August, welches euch da jetzt am meisten anspricht oder ob ihr davon welche kennt und schon gelesen habt, welches ihr mir am liebsten sofort andrehen würdet, welches ich am besten sofort lesen muss. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren, eure Empfehlungen dahingehend zu hören. Und ich hoffe natürlich, dass die Neuzugänge im September und Oktober besser laufen. Um ehrlich zu sein, glaube ich es nicht. Denn wie gesagt, Oktober ist Buchmessenmonat und September ist mein Geburtstag. Und ja, wie gesagt, kann ich mir ehrlicherweise wirklich nicht vorstellen, dass das besser wird. Aber hey, wir werden sehen. Ja? So viel zu mir. Jetzt habe ich ganz viel rumgeschnackt, ganz viel geredet. Jetzt muss ich erstmal was trinken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar da oder ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr wisst, solche Sachen sage ich nicht oft mit den Daumen, Kommentaren und Abos. Aber an dieser Stelle würde ich mich sehr freuen und habe gedacht, ich sag's jetzt einfach mal. So, und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis bald!